Jo, Servusle zum weiteren Droschen angezockt. Wir zocken Pixel Action Heroes. Mal ganz was Neues. Ein Game, das der Droschen so in dieser Art selten zockt, ne? Nicht nur, dass es optisch aussieht wie Minecraft. Keine Ahnung, ich habe jetzt zwar ein bisschen rumgegoogelt, konnte aber nicht wirklich was finden. Anscheinend gehört es zu, wie heißt Cube Life Serie oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob es zum Minecraft-Franchise dazugehört oder ob es eigenständig ist. Auf jeden Fall sieht es genauso aus wie Minecraft. Und nicht nur, dass es aussieht wie Minecraft. Online-Multiplayer wollte ich jetzt gar nicht. Nein, ich wollte Singleplayer. Nicht nur, dass es aussieht wie Minecraft. Es ist auch noch ein Ego-Shooter. Arnold Weisenberg. Okay, wir können hier Custom Skins, wir können hier unseren Charakter wählen. Ronda Rousey. Princess Oregano. Princess Oregano. Das ist Prinzessin Lea. Haben sie da die Originalnamen nicht nehmen kommen? Nicht nehmen können. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Easily Snaps. Wesley Snipes. Silver Stand Alone. Silver Stand Alone, das ist ja geil. Steven Senegal. Aha, Steven Seagal. Jackie Chan. Jackie Chan. Cloud One Drone. Cloud Van Damme. Dragoff Lugreen. Wer ist das hier? Ist das der Lundgren, oder? Der Dolph Lundgren. Wayne Thompson. Doug Morissette. Ah, Chuck Norris. Bruce Lee. Arnold Weisenberg. Schwarzenegger Weisenberg. Wie kommt man? Ist das Gegenteil von einem Egger ein Berg? Wie kommt man da drauf? Keine Ahnung. Bruce Lee. Wen nehmen wir denn? Den finde ich so witzig, den Namen. Den nehmen wir. So. Back. Wie kann ich denn hier starten? Nein. Wie kann ich Okay, es geht nur der Übungsmod hier anscheinend. Oriental Mall. Okay. Das da oben haben wir schon mal ausprobiert. Da gehen wir jetzt mal hin. Play. Wie gesagt, das Ganze hier ist ein Ego-Shooter in Minecraft-Optik. Und da wird er doch schon so seine Schwierigkeiten bekommen. Ja, was heißt, er wird sie bekommen? Ich hatte sie schon. Ich habe das Game hier schon angezockt. Und ich habe halt... Ich werde hier schon beschossen. So, ich kann hier jetzt irgendwo meine Waffen wählen. Hier. So. Hier kann ich irgendwo... Oh, jetzt habe ich sie weggeschmissen. Oh, jetzt bin ich hier waffenlos. Wo ist die Schaufel? Kann ich mit der Schaufel irgendwas machen? Kann ich schaufeln? Alter Schwede, wo kann ich denn hier ballern? Oder wo kann ich denn hier meine Waffe auswählen? Hier wähle ich die Waffe. Wie feuere ich die denn ab? Ja, lass mich doch hier mal die Tasten testen. Wo kann man hier denn ballern? Wo ist denn hier? Ah, hier ist er. Auf R. Wo ist er denn, der Bösling? So ein Arsch. Live for nothing or die for something. So. Ich hab keine Munition, oder was? Ich hab keine Munition, hat er geschossen. Na gut. Jetzt möchte ich mal die Schaufel ausprobieren. Kann ich mich da durchgraben oder so? Kann ich mit der Schaufel was machen? Die ist doch so sinnlos wie ein Kropf, die Schaufel. Nein, ich habe keine Munition. So, zwei Schuss. Vom Schrotgewehr. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Sonst würde ich da Doschen holen mit dem Schrotgewehr. Oh, die sind ja alle hinter mir her. Und ich habe nur ein Schrotgewehr. Mit nur zwei Schuss, das ist ungeil.
Hier gibt's zwar überall so Points mit diversen Items, aber die sind leer, wa? Vielleicht sollte ich mal ballern, aber mit zwei Schuss ist das halt gemein, ne? Und der Doschen hier mit... Ah, genau. Geh weg. Doschen hat halt wahnsinnige Schwierigkeiten in einer 3D-Welt. Da, ein Magazin, oder? Nee, was ist das? Oh, was ist das hier? Kann ich jetzt hier... Was ist das für Dingens? Oh, wo ist denn eigentlich meine Energieanzeige? Da oben 52. Und was ist das Auge? Heißt das Auge, ich werde gesehen vom Gegner? Ich gehe mal davon aus. Hier kann ich ballern. Oh, was ist das da hinten? Ist das jetzt ein Magazin? Yes! Oh, yeah! Na, Heilung, oder? Oder Panzerung oder sowas. So wie ich das gesehen habe. Ich muss mich ein bisschen orientieren, da oben an der Karte. Es gibt oben rechts eine kleine Map. Da sieht man wegen die Gegner. So, einen zerlegt. Komm, baller. Wo ist er? Dieser Sauhund. Der hüpft da rum. Alter Schwede. So, Kopfschuss. Botplay gekillt. Aber ich will diese Waffe nicht. Ich will... Hier, das Ding ist da. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich werde beschossen. Die Frage ist nur, von wem? Wo ist er denn? Der ist hinter der Wand. Er ballert die ganze Zeit. Da kommt schon der Nächste angeschissen. Ja, gehen wir hier mal weg. Weil die kommen jetzt hier gleich. Mach mich nieder, wa? Oh Mann. Da ist er. Da ist er down. Wir haben ihn verhauen. Es fehlt nur noch... Es droppen permanent Gegner, oder? Hinter uns ist der Nächste. Da kommt doch schon wieder einer. Der müsste doch jetzt da kommen. Da ist er. Oh, Scheiße. Okay, man kann die Map nicht clearen. Ich dachte ja, man kann sie clearen. So, jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, für was das Dingens hier ist. Ach doch, das funktioniert. Das dauert nur länger. Interessant. Ein Maschinengewehr. Was haben wir hier? Was ist das? Yes! Ein Helm oder sowas. Soft-Helm oder so ähnlich. Stand jetzt da. So. Ja, für all jene, die dieses Spiel kennen und schon richtige Profis sind, die werden sich jetzt hier Chefs lachen. Der doschende alte Noob hier. Im Minecraft-Ego-Shooter. Wie gesagt, beides nicht mein Franchise. Weder Minecraft noch Ego-Shooter an sich. Man müsste sich mit dem Game hier ein bisschen länger beschäftigen. Oh, Midi-Pack. Man müsste sich ein bisschen länger damit beschäftigen, um rauszufinden, wie die Waffen funktionieren und so weiter und so fort. Ich glaube, dann könnte das hier ein kleiner lustiger Spaß werden. Es erinnert mich ein bisschen an Super Nintendo. Komm schon. Wo ist er? Unter Wasser ist er. Verdammt. Man kann auch unter Wasser, ist ja interessant. Es erinnert mich ein bisschen hier vom Map-Aufbau und so weiter. Ein wenig an die Ballonjagd von Super Mario Kart auf dem SNES. Alter, bis hier das Dingens losballert. Oh, er rennt ins Verderben. Bis hier das Dingens losballert, haben sie mich geholt. Wie viele Gegner muss ich denn hier abballern, um überhaupt voranzukommen? Und was sind diese weißen Punkte? Vor mir wäre so ein weißer Punkt. Ach, das sind diese Item-Teile, diese Item-Sammelblöcke. Oh, das Teil ist aber gut. Wo ist er? So. Jawohl, gekillt. So, hinter mir sind sie. Scheiße. So. Probieren wir mal die andere Map aus. Easily Snipes. Machen wir einen auf Hulk Hogan.
und versuchen uns im Oriental Mall, in der Oriental Mall. Ich bin gespannt. Komplett neu für mich. Da war ich noch nie. Ich hoffe mal nicht, dass die Map allzu kompliziert sein wird. Practice your skills and eliminate bots. Extreme is for experts only. Extreme is for experts only, ja, ist schon in Ordnung. Ich hab schon verstanden, was du mir sagen willst. So, Waffe wählen, mal hier. So, komme ich jetzt da irgendwie raus? Jetzt hat er seine Waffe weggeschmissen. Hä, wo ist meine Waffe hin? Wo hat er die jetzt hingeschmissen, der Idiot? Und warum überhaupt hat er sie weggeschmissen? Ich werde gesehen, von wem? Von wem? Hier ist doch keiner. So, jetzt bräuchte ich Minecraft-Skills, ne? Habe ich nicht. Oh, yeah. Ach, hier ist was gedroppt. Hier ist was gedroppt. So, jetzt müsste ich hier irgendwie die Tür aufmachen können. Die Frage ist nur, wie. Kein Knopf. Ah, doch, der hier. So, jetzt habe ich natürlich keine Waffe mehr, weil Baum. Was mache ich ohne Waffe? Und warum ist die weg? Ich habe sie fallen lassen, aber warum ist sie dann weg? Sauerei. So. Gucken wir mal, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Vielleicht komme ich hier unbeschadet raus. Oh oh, hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist auch keine Waffe. Verdammt. I'm not winning, brother. Naja, ist recht. Ist recht. Oh, ich tauche hier gleich wieder auf. Hinter der Hecke war. So. Jetzt gucken wir mal. Wo ist denn Springen eigentlich? Was ist das hier? Keine Ahnung. Hier kann ich springen, allerdings nicht sonderlich hoch. Sind hier schon Böslinge, hä? Sind hier schon Kameraden, die mir auf die Eier wollen? Da ist einer. Kann ich durch die Hecke schießen? Ja genau, die springen da oben drüber, Alter. Ihr habt doch eine Waffel. Ja genau. Ja genau. I'm not winning, brother. Wo bin ich jetzt in einem Dojo? War das Daddy hier? Okay. Allerdings noch 6 Schuss. Alter Schwede. Granatwerfer. Interessant. Da liegen sie zerstückelt. Hör, was war das? Jawohl. Man kann hier halt echt die Wand zerstören. Kann ich jetzt eine Runde oder sterbe ich da? Oh, das macht natürlich Schaden. Natürlich macht das Schaden. Oh, ich war schon wieder attackiert. Und? Wo kann ich da hin? Geht's da runter? Nee. Wo muss ich hin? Hups! Wo ist der Kasper? Dankeschön. Ich wollte jetzt da irgendwie durch die Mauer. Ich wollte wissen, ob ich raus kann, aber das geht anscheinend nicht. Das geht anscheinend nicht. Aber es ist trotzdem interessant. Was ist das hier? Ach, wieder dieses Teil. Vor dem habe ich auch nicht rausgefunden, was es ist. Eine Tretmine? Hör, wo liegt die jetzt? Wo habe ich die hingelegt? Muss ja aufpassen, dass ich nicht selber reinlatsche in das Dingens. Ah, was haben wir hier? Minigun. Da kommen sie schon wieder, die Jungs. Und? Der mit den letzten auch noch? Jawohl. Die sind schon mal down. Da hinten ist Midi-Pack. Komm, baller, baller, baller. Baller.
Jawohl. So, jetzt muss ich hier was wegschmeißen. Am besten... Wie kann ich das fallen lassen nochmal? Wo war der Knopf? Hier. Jetzt nehme ich hier das Teil hier. Und wie kann ich es aktivieren? Nein, er hat es fallen lassen. Verdammt, sobald er es fallen lässt, ist es weg. Das war ungeil. Aber ich... Doch, nee, ich habe es genommen. Ich habe wieder 100 Hertz. Okay. Nee, ich habe es nicht genommen. Es liegt hier. Hä? So. So. Wo sind sie denn? Da kommen sie schon wieder. Alter Schwede, warum? Mit was? Wieso? Dachte ich, hätte volle Energie. Oder ist das keine Energie da oben? Ich bilde mir schon ein. Da steht doch einer. Nein, das ist eine Lampe. Eine asiatische Lampe. Komm mal her, Junge. Oh, der sieht mich. Er sieht mich. Und ballert und ballert. Man muss ja nachladen jetzt. Komm schon. Sack. Seine Waffe. So. Das ist ein bisschen... Naja, es ist einfach reine Übung. Ich müsste einfach reinkommen in das Game. Dazu müsste ich es öfter zocken. Dann würde ich da schon reinkommen, ne? Dann würde ich da schon reinkommen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Mit der Zeit gewöhne ich mich sogar an die Steuerung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nur mit dem Zielen ein bisschen Schwierigkeiten. So. Oh, genau. Schon wieder. Ah ja, zu dritt. Sich wieder niedergemacht. Okay, gehen wir nochmal ins Menü. Und gucken, was es so noch gibt. Options. Okay, die Anleitung. Es gibt ansonsten nicht wirklich viel. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, das hier ist die Demo-Version 1.1, ne? Wie gesagt, die Vollversion kostet 4,99 im Nintendo eShop. Das Ganze ist erschienen für die Nintendo Switch und 2017 für Nintendo Wii U. Ich habe es leider nicht in Erfahrung bringen können, ob von diesem Game noch Ableger auf anderen Konsolen und Plattformen erschienen sind. Die Informationen im Internet sind über dieses Game relativ rar gewesen. Und ich konnte auch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich hierbei um einen offiziellen Ableger der Minecraft-Reihe handelt. Wer sowas weiß, bitte in die Kommentare damit. Lasst den Doschen nicht dumm sterben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servus, Leute, bis zum nächsten Mal. Eier Doschen.